Aber hier, willkommen zurück, Freunde, zur neuen Folge von Summoner's War. Wir fighten heute mit Chandra, den Wasser-Beast-Monk. Denn der zweite Skill wurde gebufft. Er erhält jetzt eine zusätzliche Runde, nachdem er den Skill geused hat. Quasi for free. Ich habe ihn geruhnt. Ja, Qual, Rache. Man kann Qual, Violent. Ich habe mich für Qual entschieden. Rache auf jeden Fall sehr geil, weil er stunt mit dem ersten mit einer 30%igen Chance. Und der letzte macht einen AOE, skaliert auf HP, auf Max HP, meine eigenen, und senkt nochmal die Verteidigung. Ist hier nicht ganz voll, wir haben 80% Chance, aber wir wollen den Hack, so nennt er sich hier, testen, der dann auf einen Verbündeten gemacht wird, der dann keinen Schaden erhält und Chandra dafür nur 50% des Schadens bekommt, den eigentlich der Verbündete bekommen hätte. Zudem hier geht noch was in Dungeons rein, das ist aber egal. Das sind die Stats, bzw. Speed, HP. HP, die Rune ist nicht voll, die ist bad. Deswegen habe ich die nicht voll gemacht. Aber wir testen hier erstmal. Die Runen sind okay, nicht wirklich awesome. Aber lass uns mal schauen, ob dieser Buff, ob es der gebracht hat. Let's go in den Guild War. Das obere Team, bomben wir easy weg. Ciara mit dem Bomber und Iris dabei, sollte überhaupt kein Problem sein. Auch wenn Wusa hier das Schild macht. Wir versuchen einfach Siomas rauszunehmen, dann ist das Game auf jeden Fall im Sack. Okay, hier unten, lass uns das die nehmen. Taya, Chandra plus Bella. Wow, Bella schon ewig nicht mehr benutzt im Guild War. Wir haben Armor Break, wir haben den Hack, wir haben Heilung. Einfach mal reingehen und testen. Mayu Wang wird Bella angreifen und Vero muss auch. Das heißt, Bella können wir hacken und er macht eh nicht so viel Schaden, hoffe ich zumindest. Und er wird auch hoffentlich nicht spippen, weil er geht eh auf einen Wassermonster. Okay, let's go. Okay, er bufft sich wie erwartet. Wir strippen auf jeden Fall direkt Sio. Oh my fuck. Das war nicht geplant. Egal, wir setzen die Bombe. Hauen ihn erstmal in Stun rein. Wir müssen ihn auf jeden Fall in Endure bekommen. So schnell wie möglich. Oh wow. Okay, er ist schon in Endure. Eine Bombe reicht, aber prockt erstmal Violent. Weh nochmal. Okay, Attack Buff ist drauf. Hey, wieso? Was ist mit denen los? Hört auf zu procken. Hört bitte auf zu procken. Dover, du musst jetzt... Wir brauchen den dritten Skill, Dover. Oh mein Gott, der ist nicht mehr dran. Doch, er ist nochmal dran. Please, Stun. Yes, Stun ist drin. Ja, komm, wir machen nochmal Default Attack. Gib ihm noch eine Bombe und das soll's gewesen sein. Das soll's schon gewesen sein. Wow, jetzt kommen meine Procs. Ciara, jetzt kommen deine Procs. Ja, und die Bombe geht sogar drauf. Ciara, was hast du heute? Guten Tag, was? Das ist heute ein guter Tag, glaube ich. So, Bombe geht da drauf. Wir geben das auf ihn und machen auf Auto. Und jetzt bin ich gespannt. Chandra, war der Buff gut? Ja oder nein? Let's go. Okay, wir sind dran. Wow, okay. Wow. Okay, Theo ist auch direkt dran. Wir könnten eigentlich... Wollen wir den... Wen ballern wir als erstes weg, ist die Frage. Lass uns vielleicht ihn als erstes wegballern. Lass uns den kleinen Monkey, lass uns den mal außen vor lassen erst. Okay. Let's fetch ohne Tech Buff irgendwann. Oh, wow. Okay, wollen wir schon direkt den Hack machen? Ich glaube, das ist noch nicht nötig. Wir machen erstmal Trick das Wasser. Vielleicht kriegen wir einen Slow drauf. Nice, Slow ist drin. HP geht runter. Monkey geht auf... Ja, geht auf Bella. Ist okay. Wir könnten ihn freeze. Wir können ihn freezen. Ja, freeze ist drin. Jetzt machen wir den Hack. Jetzt machen wir den Hack. Heilung. Scheiße, auf Heilung. Wir geben ihm nochmal Dings. Yes, Additional Turn. Wir greifen ihn an. Schade, kein Crit. Können wir ihn... oh, wow, ey, der frisst gut. Der frisst gut. Wir geben ihm nochmal... Fuck, kein Armor Break. Kein Armor Break. Da ist der Hack gewesen. Ihr habt es gesehen, für Leute, die es noch nie gesehen haben bei Chandra. Bella frisst überhaupt nichts. Chandra bekommt 50% des Schadens. Und das ist richtig krass. Da kann man richtig gute Damage-Dealer mit, die wirklich squishy sind, einfach mit beschützen. So, wir buffen mal durch. Kein additional turn. Ist ja auch auf Despair, geht ja auch nicht. Also Violent wäre natürlich nochmal super geil. Aber Despair ist wahrscheinlich auch, ist auch nicht schlecht auf jeden Fall. Ist auch nicht schlecht. So, wir geben ihm nochmal einen Armor Break. Jetzt wird es aber ein bisschen... Jetzt wird es ein bisschen risky. Okay, wir hacken ihn nochmal. Jetzt ist der Fight schon vorbei. Okay, das war Best Plus. Das war nicht Best Plus One, das war Plus One. Jetzt gehen wir auf Plus Two. Mal gucken, Chandra überlebt. Vielleicht nehmen wir das gleiche Team einfach nochmal. Das hat mir gefallen auf jeden Fall. War zwar slow, aber es war gut. Okay, here we go. Galeone, Kuma und Basalt.
Mal sehen, wir testen das. Wir könnten wahrscheinlich, werden wir direkt einen Armor Break fressen. Aber das sollten wir wegtanken. Bella kann einfach direkt heilen. Ich glaube nicht, dass Kuma so den megamäßigen Schaden drauf macht. Kuma wird auf jeden Fall wieder gegen meinen kleinen, gegen meine kleine Bella gehen. Und ja, die anderen müssen wir mal gucken. Hier oben haben wir, oh, wir nehmen das Team. Wir nehmen die gleichen Teams nochmal. Sollte gehen. Unten, ich hoffe, wir kriegen nicht auf alle Armor Breaken. Kuma fetzt uns irgendwie direkt weg. Okay, jetzt gefailt, könnte man sagen. Und strippen wir den Shit. Da kam Nemesis. Warte, hey? Es muss Nemesis gewesen sein, weil Dauva ist niemals vor Iris. Wow. Okay, wir machen da noch eine Bombe drauf. Können wir ihn wegballern vielleicht? Nicht ganz. Dann mal, yes, dann ist drinnen. Wir hauen das weg. Er ist down. Triple Hit hier drauf. Wow. Wow, dieses Team ist einfach... Das Team ist sowas von krass. Auch in der Arena. Fetzt sich echt sehr, sehr viel mit weg. Okay. Okay, wir haben einen Armor Break. Das ist nicht schlimm. Wir könnten direkt... Lassen Sie ihn direkt wegballern jetzt. Goodbye, my friends. Okay, wollen wir jetzt schon Hack benutzen? Ach, scheiß drauf. Wir gehen hier drauf. Jawohl, Attack Buff. Also Speed Buff haben wir uns geholt. Freeze das mal. War mit Taylor. Das ist, wenn Taylor... Einfach, er braucht einfach nur einen Armor Break und dann macht er einfach, der ballert einfach alles weg. Zumindest, wenn die Gilde nicht ganz so stark sind. Wir sind nicht Ende der Woche. Wir sind irgendwo jetzt am Anfang der Woche. Von daher sind sie noch nicht ganz so stark. Aber ein Galeone hat meist eh nicht so viel HP. Kuma hier ging das natürlich schon. Wir machen da nochmal was drauf. Wir brauchen gar nicht den Hack benutzen. Oh, nice dann. Und goodbye. Okay, wir nehmen das Team, jetzt geht plus 3. Come on. Jetzt mein Team, wo vielleicht das Ruhniveau etwas besser ist. Okay, jetzt machen wir crazy shit. Wir nehmen wieder die gleichen, aber jetzt wird es verdammt risky. Hier unten haben wir Orion. Er wird uns wahrscheinlich einen Armor Break verpassen. Mal sehen, was Laika hinterher schiebt. Und hier oben wissen wir auch nicht, ist Perna, wie schnell ist er? Aber let's go. Wir testen das Team nochmal aus. Aber von den Monstern her sieht es jetzt ziemlich risky aus. Okay, let's go. Wir starten. Bitte lass mich jetzt erstes moven. Ah, das war fast klar, dass er moved, aber egal. Oh, shit. Perna, GG, well played, Perna. Okay, wir machen weiter. Wir haben keinen Armor Break. Wollen wir ihn strippen? Ja, komm, lass uns ihn lieber strippen. Na geil, natürlich macht er direkt einen Revenge und... Oh, jetzt haben wir ihn erstmal gestunt. Auf wen gehen wir jetzt? Eigentlich Orion, das ist weg, wir haben den Armor Breaker. Ich weiß nicht, auf wen er geht. Eigentlich müsste er auf Bella gehen. Allerdings macht er immer einen zerschmetterten Angriff. Okay, wir hacken mal Bella. Bella bekommt Hack. Wir machen das. Kein Slow leider. Okay, er geht auf Bella. Wollen wir das heilen? Ah, scheiß drauf. Ja, okay. Jetzt, weil wir einen Proc haben, heilen wir das. Okay, goodbye. Du bist weg. Kommt die Heilung. Oh, sie war im Stun. Kein Proc. Wie, das nicht geprockt? Was ist los mit dir? Bam. Der denkt sich so, scheiß auf Wind. Let's fetz. Ey, das erste Team hat mich aber mega zerstört. Die Perna. Wie schnell diese Perna war. Okay, Leute. Chandra, der Test ist noch lange nicht vorbei mit Chandra. Das war zu easy gerade. Next Guild War ist Chandra auf jeden Fall wieder dabei. Und dann mal vielleicht mal einen Gegner, die bessere Runen haben. Wir sind Anfang der Woche, aber wir machen jetzt den Wish. Chandra, du bist noch nicht fertig. Ich weiß, du hast nicht so gute Runen, du hast keine Skill-Ups. Aber ich hoffe, dass der Buff was gebracht hat und was bekommt. Vielleicht eine Rune. Oh, das sieht gut aus, Leute. Oh, wow. What the hell? Immer diese 5 Sterne. Können die das nicht wenigstens buffen auf 6 Sterne Runen, Leute? Really? Da gibt es manchmal 5 Sterne blaue Runen. Was soll das Kampf aus? Aber ich bin in letzter Zeit viel häufiger da drauf gekommen. Auf diese Rune. Schon echt viel häufiger als sonst. Haben die das gebufft? Ich weiß es nicht.
Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut da rein, Leute. Ciao.